Dass ich derzeit eine gewisse Vorliebe für leichte, schnelle Panzer bei Armored Warfare habe, dürfte den ein oder anderen aufgefallen sein und damit herzlich willkommen heute zu Let's Play Armored Warfare mit dem BMD 4, den ich euch heute zeigen will. Ja, wir haben jetzt schon ein, zweimal um ihn rumgezoomt, daher schauen wir uns lieber die Details zu diesem Panzer an. Es ist ein Schützenpanzer, in dem Fall kommt er aus Russland und die Geschichte besagt Folgendes. Dieser in Russland entwickelte Schützenpanzer wurde als leichtgewichtiges Update für den BMD 3 konzipiert, um in den Luftlandetruppen zu dienen. Der ab 2004 im Einsatz befindliche BMD 4 bietet im Vergleich mit seinem Vorgänger einen dramatischen Anstieg an Feuerkraft sowie den innovativen Bagdscha-U-Geschützturm. Außerdem wird es als eines der am besten gepanzerten Fahrzeuge seiner Klasse angesehen. Momentan ist Russland der einzige Betreiber des BMD 4, auch wenn andere Länder bereits ihr Interesse bekundet haben. Ja, der Schaden 378, Durchschlag 27, natürlich überschaubar, Schaden pro Minute 2800, Trefferpunkte 1500 und dass das Ding hier im Spiel kaum Panzerung hat, ist wohl klar, aber die Höchstgeschwindigkeit mit 70 km/h bzw. auch der Antritt mit 2,05 Sekunden ist sensationell, sowie die Ortung und die Zielerfassung. Also ich denke und ich hoffe, dass wir jetzt auf unsere Kosten kommen und springen dann hiermit in die Runde PvE mit dem BMD 4. Und da sind wir jetzt also nun, Operation Skorpion. Es ist an der Zeit, diese Stadt von dem Kartell zu befreien. Du musst die Brücke einnehmen, um die Verstärkung des Feindes daran zu nennen, die Stadt zu erreichen. Ja, die Brücke erobern und die Schwarzmarktlieferung zerstören. Das klingt doch alles machbar. Gerade, weil so gesehen in Anführungszeichen nur die Hälfte der Karte zu bespielen ist. Natürlich halte ich mich erstmal so ein bisschen zurück, auch wenn ich hier ein unglaublich agiles Gerät habe. Ich glaube, ehrlicherweise, die Mission habe ich noch gar nie gespielt. Ja, ich halte mich zurück und fahre schon hier dem Bradley direkt nach. Ah, der fühlt sich gut an. So, und jetzt geht's hier Richtung Schwarzmarktlieferung. Und jetzt gehen wir doch mal auf den Expeditionspanzer, wenn er schon da so gut steht. Und da ist der erste mal gleich zerstört. Ja, der hat hier eine gute Panzerung. Da kann ich jetzt mal auf die Rakete umswitchen. Und den hier auch markieren. So, leider im Reload. Da sieht man, dass der Turm eigentlich ganz wacker ist von dem. So, und jetzt auf den Terminator. Der verabschiedet sich da mal. Expeditionspanzer. Leider nicht erreichbar. Aufpassen auf die Arti. Da haben wir schon einen abbekommen, aber sei es drum. Jetzt kriege ich ihn nicht mehr rein. Weil er hier hinterhalb so einem Hügel steht. Jetzt. Das ist wieder was für die Rakete. Aber auch da leider kein Durchschlag. Ich bin hier offen, neben mir ist nämlich so ein M8, aber ich will jetzt erst noch meine Rakete auf den Terminator bekommen. So, jetzt muss ich hier aufpassen, weil der Thunderbolt da steht. Aber das ist Gott sei Dank nur ein Standard, deswegen kriegt er den Damage und hat da auch gebrannt. Sehr, sehr angenehm jetzt in dem Augenblick. So, wo ist denn hier die Schwarzmarktlieferung? Die machen wir noch schnell weg. Müsste halt ja hier hinterhalb sein. Da ist sie doch. So. Darum habe ich mich gekümmert. Und jetzt. Da müsste auch noch ein Stingray sein.
So, jetzt hier muss ich echt aufpassen. Nimm jetzt hier auch lieber mein Set. Weil sonst war es das für mich ganz schnell. So, da ist die Schwarzmarktlieferung mal zerstört. Identifizieren. Nicht so leicht hier, aber ich will jetzt auch nicht da gerade volle Lotte reinfahren. Somit decke ich es jetzt erstmal aktuell auf. Nimm halt die Rakete. So, damit geht es dann aber auch sicher. Den anderen wird markiert. Will jetzt gerade nicht. So, die hat gut gesessen. So, den konnte ich rausnehmen, aber auf den Leo, da muss ich unbedingt aufpassen. Dicker Hit auch gleich hier. Bin hier erspäht. Alles nicht so leicht gerade aus der Position heraus. Sobald ich hier... Ja, also das ist hier eine Position, die sollte ich jetzt aber definitiv mal lieber verlassen. Weil die geht am Ende alles andere als gut für mich aus. So, das klingt doch nochmal nach einem... Oh, ich bin schon wieder offen. Nee, auf die nicht. Also dann... Da, schöner Treffer ins Heck. Muss auch aufpassen, mein Team ist ja hier schon... Ach, Jungs. Der T-80 hat auch noch volle Hitpoints. Der muss hier jetzt mal mehr machen. Das schreibe ich jetzt auch, dass hier der T-80 definitiv jetzt mehr reißen muss. Weil ich habe jetzt kaum mehr was. Nur mal die Rakete nochmal vielleicht startklar machen. Aber das ist alles sehr, sehr, sehr knapp hier. Von den Hitpoints abgesehen. Aber da steht der jetzt so schlecht, dass ich da jetzt mich nicht mehr wirklich imstande sehe, da großartig nachzusetzen. Das schaut leider nach einer Niederlage aus, auch wenn es sehr selten kommt, aber ab und an passiert es eben doch. Ach ja, da ist auch noch was. Da war noch... Eine Arti. Ja, schade darum. Das ist eine Niederlage, aber auch die gibt's. Also ihr seht, man kann nicht immer nur gewinnen und ab und an steht's und fällt's eben im Team. Ich war vielleicht ein bisschen überhastig an der Aktion da vorne, aber trotzdem bin ich als Letzter gestorben. Also von dem her, ich denke auch mal, ohne da jetzt arrogant zu wirken, aber dass ich schon was fürs Team getan habe. Also ich denke mal, Top 2 wird's schon sein. Und zwar Schützen, Schaden, 11.000, 4.000 spät, das sehen wir ja, ich bin sogar mit recht weitem Abstand Platz 1 geworden. Vom Schaden her haben die Jungs alle nicht wirklich viel gerissen, gerade auch der T-80 hat sich sehr, sehr passiv verhalten. Ja, und somit geht man auch am Ende mal doch mit einem Minus nach Hause, wenn man dann doch alles braucht und nutzt und die Runde trotzdem verloren geht.
das war's heute mit einer Niederlage von Armored Warfare. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis bald und zum nächsten Mal, euer Alcaramba.